bald. Na endlich, Daniela. Wieso wolltest du mich eigentlich heute unbedingt zur Probe abholen? Na, du wirst Augen machen. Ja? Was ist denn passiert? Ja, du, wir heiraten. Ronald, was fehlt dir denn? Bist du krank? In einem der wichtigsten Augenblicke unseres Lebens fragst du mich, ob mir was fehlt. Du fehlst mir. So, komm, Daniela, steig erst mal ein. Was soll denn das so plötzlich? Du warst doch immer gegen die Ehe. Ja, ich habe mir es eben anders überlegt. Da du sicher keine Lust hast, noch länger zu warten, heiraten wir am besten gleich morgen. Hoffentlich sind deine Papiere in Ordnung. Ja. Aber du hast mich gar nicht gefragt, ob ich will. Natürlich willst du. Nein, ich will nicht. Aber seit 2 Jahren liebst du mich doch und... Ja, ich liebe dich, obwohl ich eigentlich nicht weiß, warum. Aber heiraten, nein. Was hast du gesagt, Daniela? Ich will dich nicht heiraten, verstehst du? Hör zu, mein Kind. Ich opfere dir meine Freiheit, meine Freunde, meine Prinzipien. Was denkst du dir eigentlich dabei? Aber Ronald, wenn ein Mann für die Ehe so untauglich ist wie du, dann... Na, das wird ja immer besser. Erwartest du vielleicht eine Ehetauglichkeitsbescheinigung? Ach, du weißt genau, was ich meine. Es ist schon schwierig genug, mit dir befreundet zu sein. Aber eine Ehe, was meinst du? In 4 Wochen wäre ich A, mit den Nerven fertig und B, beim Scheidungsanwalt. Du denkst also, ich bin nicht imstande, eine Frau glücklich zu machen? Natürlich kannst du eine Frau glücklich machen, aber bestimmt nicht für immer. Das ist doch wirklich die Höhe. Komm, ich muss jetzt zur Probe. Sieh mal, vorläufig geht es doch sehr gut mit uns beiden. Ich habe meinen Beruf und bin zufrieden und... Ja, natürlich, weil ich dein Ballett unter Dauervertrag habe. Und falls du vergessen solltest, mir Blumen zu schicken, kann ich mir von meinem Geld selber welche. Von deinem Geld? Von meinem. Du verdienst es durch mich. Trotzdem könntest du mir manchmal Blumen schicken. Ach was, ich lasse keine Blumen sprechen, ich rede lieber selber. Aber leider nur blühenden Unsinn. Du bist eine präpotente, überhebliche Person. Das ist eine Unverschämtheit. Glaubst du denn, dass ich unter diesen Umständen vielleicht noch länger mit dir zusammenarbeiten kann? Ich schon lange nicht mehr. In Zukunft verzichte